Das vermehrt DLC. Wir hatten ja quasi groß gesagt, wir wollen uns ja hier diese schönen Ballenpresse da mieten. Jetzt muss man gerade mal gucken, was die da pro Tag kostet. Das Gerät 410. Ja, komm. Das klappt. Basis. Oh. So. Genau. Genau. Quasi den CRS 500, 1200. CR5. Ja. Perfekt, sage ich nur. Denn zum Mieten, dem heutigen Sponsor, widmen wir uns Out. Bei Owned habt ihr verschiedene Stream-Overlay-Pakete, Banner, Emotes, E-Subs und natürlich auch einen Emote-Maker, wo ihr euch eigene Emotes quasi zusammenstellen könnt. Müssen wir halt das Ganze so sagen, Vorführeffekt. Ist geil, dass das so. Erstmal zurechtfinden, wa? Ist ja mal interessant. Keine Anzeige für einen Blinker. Naja, schade. Das ist natürlich das, was mir eigentlich gefehlt hätte. Aber nichtsdestotrotz passt das ja. Aber ich weiß gerne, ob ich schon mal so eine Maschine überhaupt bei uns da mal das gesehen habe. Also bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen am. Bei uns fahren die gar nicht so oft rum, ne? Also, naja, auch was Tolles. Ist hier auch was Schönes, in dem Fall. So, genau. Tiere waren ja soweit alle versorgt, da brauchen wir uns keine Probleme. Großartigen Sorgen machen. Genau, dann habe ich nämlich uns hier noch ein Mistlager angebaut für den tollen Kuhstall hier. Naja, ihr seht ja meine sensationellen Baukünste. Macht der Schieberegler woanders hier, ne? Dann passt das ja. So, das Fahrzeug ein. So, aber wir könnten dich trotzdem noch hier stehen lassen. Denn falls man nämlich dann. So, also, dann probieren wir mal das Ganze aus. Mit dem Schönen. Ah, die Frucht wird wieder geschmissen. Hey, Jogger! So, warum fährst du rückwärts, vorwärts? Aufklappen brauche ich gar nicht. Das ist ja mal geil. Ah, die ist drüben, in der. Die ist drüben. Muss ich gerade mal gucken. Also anschalten Hammer. Oh, schön, dann. Alles klar. So. Bin ich mal gespannt. Also. Wir haben jetzt diese großen Ballen, hoffe ich mal, drin, ne?
Das ist ein bisschen ungewohnt hier jetzt mit der Maschine. Ne? Aber was Speedy sagt, hat nichts gehört. So. Ballen abladen, Taste 7. So, was ist das jetzt für einer? 5000 Liter, 220, das dürfte der große sein. Okay. Also von der Wendigkeit her brauchen wir dazu jetzt erstmal nichts zu sagen. Das ist auf jeden Fall mega. Aber die Größe einzustellen, das wäre noch das, also, was ich nachher nochmal in der Anleitung gucken muss. Weil, ja. Es kann ja nicht sein, wenn du das Lenkrad rumdrehst, dass es dann rückwärts fährt. Lass noch einen Haufen Zeug liegen, wenn du genau weißt, dass du eigentlich noch ein bisschen mehr rausbekommst, ey. Bin auch mal gespannt, wie viel mehr da rausbekommen. So, naja, auf jeden Fall beide Felder und dann schauen wir mal, was da noch so rüber.